Wir stellen heute Anni Heger vor und dazu haben wir uns in der Kulturetage in Oldenburg getroffen. Aber wir hätten uns an vielen Orten treffen können, denn Anni Heger macht viel. Und da geht es auch schon gleich los. Anni Heger macht Moderation, Theater. Womit fangen wir denn an? Was gibt es denn im Moment in Sachen Theatern zu erzählen? Ja, ich habe in der letzten Spielzeit für das Oldenburgische Staatstheater, und zwar für die niederdeutsche Sparte, also die August-Hinrichs-Bühne, Faust gespielt, und zwar den Mephisto. Meine erste Hosenrolle, wie man so schön sagt. Und das ist am Haus auch jetzt eigentlich schon abgespielt. Wir haben nur noch einen Abstecher nach Flensburg. Und ich wollte immer schon mal ernsthaftes plattdeutsches Theater spielen. Und der Wunsch wurde erfüllt und konnte von der Lebensaufgabenliste abgehakt werden. Aber Faust ist schon richtig platt. Also ich habe gehört, da muss man schon ein bisschen was auch verstehen vom Plattdeutschen. Ja, nicht nur das Plattdeutsche, sondern man muss auch den Faust verstehen und man muss Goethe verstehen. Das sind wichtige Grundlagen, um irgendwie an diesem Stück Freude zu haben. Obwohl meine Mutter gesagt hat hinterher, ihr hättet auch Italienisch sprechen können, es wäre völlig egal gewesen. Die Situationen waren klar und wenn man so ein bisschen den Faust kennt, dann erzählt sich das ganz gut. Ja. Ach, ist das schön. Und eine Kulturetage findet im Moment auch was statt? Ja. Das Krokodil? Das Krokodil, ja. Die Bar zum Krokodil, die Erotiknacht des Theater Kars ab 18. Dort spiele ich eine Lebedame, sagen wir es mal so, die durchaus in jungen Jahren schon relativ verbraucht ist. Und ich trage Strapse und singe schweinische Lieder. Und es macht sehr, sehr viel Spaß hier mit dem Ensemble. Moderation steht auch auf dem Plan. Gibt es da im Moment noch was Neues? Ja, also wir hatten ja jetzt direkt vor kurzem Classic Meets Pop, die beiden Veranstaltungen in der EWR Arena, die habe ich moderiert und auch gesungen. Moderation, das ist eher so ein neues Projekt von mir, will ich mal sagen. Und zwar hat das angefangen letztes Jahr für die Nacht der kleinen Künste, die hier in der Kulturetage auch stattfindet, in der Halle. Und das werde ich auf alle Fälle in diesem Jahr auch machen. Das hat einen unglaublichen Spaß gemacht, durch einen Abend zu führen mit so vielen unterschiedlichen Künstlern und mit einem sehr, sehr bunten Publikum. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und die Liste der Aufgaben geht noch weiter. Ich schaue auf meinen Zettel. Wir haben hier das freche Paar. Ja. Was bietet das freche Paar? Oh. Wer ist das? Das freche Paar, das bin einmal ich und meine Kollegin Mary Kehl. Sie im Satinkleidchen, im güldenen, und ich im Frack. Und wir machen Chansons, Couplets, Lieder aus den 20er, 30er Jahren. Also so ein ganz klassischer Kabarettabend. Und das sehr Spannende ist, dass eben Mary Kehl und ihr Mann Jason Weaver einen unglaublichen Hang zu deutschem Liedgut haben, obwohl die beiden Amerikaner sind. Und das war eben diese spannende Geschichte mit zwei Amerikanern, so deutsche Kultur zu machen. Genau. Und wir tanzen auch Tango und Walzer. Und da sind dann eben auch so Lieder dabei wie Kann denn Liebe Sünde sein und Ich breche die Herzen der stolzesten Frauen und so etwas, ja. Aber am bekanntesten dürftest du sein durch Sweet Sugar Swing. Mhm. Da war auch letztens ein Abend noch im Staatstheater. Jetzt in diesem Monat noch in der Kulturetage, habe ich eben gelesen. Und was macht die Gruppe, das Trio? Ja, wir waren im Dezember im Staatstheater mit drei Vorstellungen Swinging Christmas, also eine traditionelle amerikanische Weihnacht. Und sind jetzt am 10. März im Rahmen des Voices Festivals auch hier in der Kulturetage zu sehen. Und wir haben gut zu tun, würde ich sagen. Und es macht unglaublichen Spaß. Also wir sind ja auch befreundet und von daher sind allein die Proben immer schon sehr lustig. Also bis wir nach dem Kaffee trinken dann endlich mal zum Proben kommen, dauert das durchaus. Da muss dann immer Jason Weaver noch den Zeigefinger erheben und einmal auf den Tisch schauen und sagen, so Mädels, jetzt müssen wir aber auch mal proben. Und sonst machen wir in den nächsten Monaten auch was für den Lions Club in Westerstede. Wir machen so ein bisschen Benefizkonzerte, auch für den Rotary Club hier in Oldenburg. Also so Service Clubs hier in der Umgebung bespielen wir quasi. Ich habe euch auch schon mal live gesehen, bei Rosenscholz seid ihr ja aufgetreten, aber jetzt gibt es auch was für zu Hause. Ja, und zwar haben wir eine CD rausgebracht. Come and Swing mit Sweet Sugar Swing, mit Band und uns.
Und da ist quasi unser reguläres Programm drauf, also keine Weihnachts-CD, sondern eine CD, die man das ganze Jahr über hören kann im Auto und morgens schon zum Frühstück und abends zum Einschlafen und nachts zum Tanzen. Und da sind Soli von uns drauf, aber eben auch diese ganz klassischen Andrew Sisters Songs, die wir machen. Bei mir bist du Shane, Boogie Boogie Bugle Boy und sowas, Route 66. Gute Laune vor allen Dingen. Ja. So, und die Liste geht noch weiter. Es ist unglaublich. Ist ja schön, dass du so viel gefunden hast. Ja, ich habe wirklich nur noch gestaunt. Die Organisation vom Christopher Street Day, CSD Nordwest. Damit bist du auch beschäftigt. Einmal jährlich findet sie statt in Oldenburg. Wie viel gibt es da immer zu tun? Ja, ich bin im Vorstand vom CSD Nordwest, also nicht vom CSD Nordwest, sondern vom organisierenden Verein, der Lust e.V., Lesben- und Schwulentag e.V. Unsere Arbeit geht das ganze Jahr über. Der Außenstehende mag vielleicht nur den CSD an sich wahrnehmen, aber wir arbeiten das ganze Jahr über und machen, organisieren Konzerte, Lesungen und machen Aufklärungsarbeit und Podiumsdiskussionen politische. Dafür arbeite ich seit 2008, habe erst angefangen, die kulturellen Geschichten zu organisieren und dann bin ich jetzt seit 2 Jahren im Vorstand und das bedeutet durchaus mehr Arbeit, ja. Und auch da gibt es für dieses Jahr was Neues, habe ich eben gehört. Ja, genau, habe ich gerade ganz privat erzählt, genau. Es wird in diesem Jahr einen Gottesdienst geben in der Lamberti-Kirche und das freut mich sehr, weil ich schon seit Jahren das eigentlich möchte, aber immer dachte, wir haben keine Arbeitskapazitäten mehr frei, wir sind ein sehr kleiner Verein und habe dann aber dieses Jahr Ralf Hennings von der Lamberti-Kirche angesprochen und habe mich mit der AIDS-Hilfe Oldenburg zusammengesetzt und wir werden jetzt in Kooperation einen Gottesdienst am Sonntag vor dem CSD in der Lamberti-Kirche stattfinden lassen. Also das ist der 10.6. zur ganz regulären Gottesdienstzeit, um so vielen Menschen wie möglich die Chance zu geben, diesen Gottesdienst zu besuchen. Ja, klasse. Und dann die bunte Veranstaltung hinterher. Ja, ich finde, wenn man sich ein Symbol teilt, wie den Regenbogen, was ja die Christen und die schwul-lesbische Szene durchaus tun, dann sollte man das nutzen und ausschlachten, keine Ahnung. Für die, die das wollen und daran genau. Auch... Ja, wir zwingen tun wir keinen, natürlich nicht, aber ich bin Christin und das gehört beides für mich zum Leben dazu und es wäre, ich habe auch kirchlich geheiratet und von daher gehört das dazu. Aus CSD Nordwest hat sich dann auch etwas mit der Gruppe Superfly ergeben oder wie ist die Geschichte gelaufen? Ja, das ist nicht ganz so der Fall, aber über meine CSD-Arbeit hier in Oldenburg kennt man natürlich auch viele andere CSDs und hilft überall auch mal aus. Und ich habe im Backstage-Bereich vom Hamburger CSD Chris Fleig kennengelernt, der dort aufgelegt hat als DJ. Und wir haben uns sofort sehr gut verstanden. Und gleich 3 Tage später stand ich bei ihm im Studio, weil er eine Sängerin brauchte. Und dann ein paar Monate später sagte er, Mensch, der Hamburger CSD wird 30. Lass uns eine CSD-Hymne für 30 Jahre Hamburger CSD aufnehmen. Das ist dann auch so geschehen mit der Band Superfly. Das ist die Band von Chris. Und daraus ist eine Elektropop-CSD-Hymne entstanden, nämlich Around the World, wo es in dem Lied einfach darum geht, dass jeder doch bitte lieben soll, wen er möchte. Solange er dabei niemandem anderen wehtut, ist es doch völlig egal. Und wir sind da und beachtet uns, geht mit uns um und diskriminiert uns nicht. Und über diese Single, die wir da rausgegeben haben, sind wir natürlich viel aufgetreten auch. Und nach der CSD-Saison haben Chris und ich uns getroffen und haben gedacht, wir wollen nicht wieder auseinandergehen. Es ist jetzt nicht mehr Superfly featuring Annie Heger, sondern einfach Superfly und ich bin ein Teil von Superfly. Und seitdem geht es so richtig los. Album kommt und da auch vielleicht nochmal ganz wichtig, es wird auf alle Fälle kurz vor dem CSD eine Record-Release-Party geben mit Konzert hier in Oldenburg. Wir haben viel in Hamburg gespielt und woanders, aber wir waren noch nie in Oldenburg. Und ich finde, so langsam wird es Zeit, dass Oldenburg auch Superfly kennenlernt, beziehungsweise mich in dieser Konstellation, weil man das vielleicht gar nicht so von mir erwartet, wenn ich normalerweise im Petticoat auf der Bühne stehe, dann auf einmal Elektropop zu singen. Das ist eine große Show, da freue ich mich drauf. Ja, und dann haben wir im letzten Jahr
unser erstes Video gedreht. Rollercoaster heißt die Single. Und das ist, naja, was liegt da näher, als den Song Rollercoaster in einer Achterbahn auch zu drehen. Und da waren wir auf dem Hamburger Dom. Es war sehr, sehr aufregend. Das werden wir uns auch gleich ansehen, weil das wird im Anschluss an unser Gespräch laufen. Und dann wissen die Leute, welche Musik das ist und was sie verpassen, wenn sie nicht zu dem Konzert kommen. Das ist aber noch nicht alles. Anni Heger ist auch noch Background-Sängerin. Ach je, ja. Das bin ich auch noch. Das ist schön, wenn einem das mal so vor Augen gehalten wird, was man so den ganzen Tag macht. Ja, Background-Sängerin, das war völliges Novum. Übrigens für mich. Das habe ich noch nie gemacht und meine Kollegin Christina Silvia Meyer von Sweet Sugar Swing ist ja da auch an meiner Seite. Die sind ja eher so die Damen, die eher an der Front der Bühne sind und selten im Background. Und dann war es so, dass im letzten Jahr wir auf einer Veranstaltung, Hamburg Live Meets Classic in der O2 World Arena, sehr kurzfristig gefragt worden sind, ob wir Background singen könnten für Mehrsad Marashi. Und auch mit dem haben wir uns sehr gut verstanden und der fragte dann gleich, Mädels, habt ihr irgendwie einen Monat am dem und dem Tag Zeit, weil da ist persisches Neujahrsfest in Oberhausen und auch da brauche ich noch zwei Background-Sängerinnen. Und so ist das dann auch ins Rollen gekommen und da haben wir dann vor unglaublich vielen Menschen mit Live-Übertragung, persischem Fernsehen und ganz viel Tobabo haben wir dann diese Veranstaltung gemacht. Das war sehr, sehr schön, ja. Jetzt würde ich Anni Heger ja gerne noch fragen, was sie in ihrer Freizeit macht, aber ich glaube, das kann ich mir sparen, oder? Es gibt Freizeit, wenig, aber es gibt sie. Und in der Freizeit, ich koche auf alle Fälle einmal pro Tag. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich finde, so eine warme Mahlzeit, selbst gekocht, die ist unglaublich wichtig für Seele und Körper. Das muss immer passieren, einmal pro Tag. Und sonst versuche ich, so oft ins Kino zu gehen wie möglich, weil sobald ich im Kino sitze, bin ich glücklich. Ich schaue mir unglaublich gerne mit meiner Frau Filme an und wir reden dann noch Tage darüber. Also das ist so, das mache ich sehr, sehr gerne. Ja. Wo Moderation auch zu deinen Aufgaben gehört, möchtest du vielleicht auch dein eigenes Video anmoderieren? Gerne. Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Hochkultur, jetzt seht ihr das neue Superfly-Video Roller Coaster unter der Regie von Thomas Leidig. Ladies and Gentlemen, come closer. We proudly present the most exciting adventure on Earth. It's the biggest, it's the best, and it's thrilling you like nothing before. It's the roller coaster of your lifetime. Like this, just like a roller coaster. It's a thrilling ride with all our ups and downs. Like a supernova flight, you're totally wheeled around. Riding high and riding low, never ending way. There's still so much to know, the things that make our way. Roller coaster of your lifetime.
the fantastic roller coaster of your lifetime. Life is